Dieses Video wird unterstützt von OneFootball. Wer die App noch nicht hat, könnt ihr euch gerne kostenlos downloaden. Link ist natürlich wie immer unten in der Videobeschreibung. Checkt gerne meinen Shop aus für die neuen Nice-Sachen und die Camouflage-Sachen. Link ist natürlich unten in der Videobeschreibung. Gratis Autogrammkarte gibt es ab sofort zu jeder Bestellung dazu. Also gerne abchecken. Was geht, Leute, und herzlich willkommen zur neuen FIFA 20 Freistoß-Challenge hier auf meinem Kanal. Heute gibt es, beziehungsweise Freistoß und Elfer, zwei Freistöße. Bailey gegen Koke. Ich bin Bailey, hat eigentlich gute Freistöße, Koke auch ganz gute Freistöße. Elfmeter weiß ich nicht bei den beiden, werden wir mal sehen, Leute. Was denkt ihr, wer gewinnt? Hashtag Bailey, Hashtag Koke. Ab in die Kommentare, schreibt wie immer natürlich auch gerne rein, wer beim nächsten Mal gegeneinander antreten soll. Ihr wisst es, ab in die Kommentare mit euren Vorschlägen. Es gibt ja noch eine Milliarden Kombinationen, mein Bruder ist auch am Start. Fast vergessen, aber ich sit in Pisser, ja. Also von daher, sagen wir mal so, scheiß drauf, ne. Macht die eine Milliarde Likes vor, Leute. Falls ihr nicht abonniert habt, kostet uns abonnieren, Glocke aktivieren, täglich einschalten, um nichts mehr zu verpassen. Ich hoffe, ihr seid dabei. Und bevor wir ins Video starten, noch einen Shop auschecken. Nice Designs, schwarz, weißer T-Shirts, Pullover, orange, rot, grün, blau. In den vier Farben, die vier Designs. Das Design. Noch viele weitere Designs. Kissen, da sind Tormodelle. Nice LED-Lampe, Handyhüllen haben wir auch noch, Leute. In orange, blau, rot und grün in den vier Farben. Und gratis Autogrammkarte. Gibt's eure Bestellung dazu? Dann würde ich sagen, starten wir direkt. Bist ready? Let's go. Let's go, Leute. So. Boah. Junge, voll den Knöchel weggeflext von Tag. Das Alter. Muss aber jetzt eigentlich mal. Der ist schon gelb. Er muss gelb rot kriegen. Ja, da gibt's ja. Der hätte schon glatt rot geben können, eigentlich. Junge, komplett. Der hat komplett nur auf den Knöchel gefetzt, Alter. Ohne Witz. Nur auf den Knöchel gefetzt. Okay, jetzt Bailey gegen Koke. Koke hat sehr gute Werte. Guck mal, Alter, jetzt. Bam. Nur den Knöchel weggefetzt. Sehr gute Kraftwerte. Ja, ja. Koke hat richtig Kraft, Mann. Guck mal, ich guck noch mal kurz die Werte an. Ich meine 85, ne? 84. Dafür nicht die beste Freistoßpräzision, aber. Gute Kraft, natürlich sehr gut für einen Tobi. Oder was machst du? Trotzdem kann ich ja jetzt noch nicht machen. Ja, oder? Gut. Wir machen nur zwei Freischüsse. Denk dran, zwei Freischüsse, zwei Elber. Da musst du wissen. Du kannst auch was machen. Kannst du auch gleich nochmal Topspin machen. Wer weiß. Er macht einen Tobi halt jetzt. Boah, der war gut im Endeffekt noch. Ah, der war so ein bisschen schräg. Obwohl. Oh! Junge! Ey, warum geht der nicht mal rein? Oh shit. Okay, mach direkt den zweiten, wenn du schon mal hier bist. Alter, der war aber heftig, ey. Oh, jetzt guck mal, das ist wieder das Ding. Jetzt hängen die wieder fest, Alter, und er gibt diesen Vorteil nicht. Ich hasse das, ne? Warum dieses Festhängen? Wer kam bei EA auf die Idee? Wir bringen das rein, wenn da ein weggrätscht, bleibt der hängen. Der bleibt in dem Spieler hängen. Wer kam da auf die Idee? Ich habe keine Ahnung, Alter. Aber der war heftig, der Topspin, Alter. Also ich mach noch eine. Mach's noch eine, okay. Oh, rein Zimmer. Was soll der Geiz? Wollen wir heute mal nicht geizig sein, ne? Alter, war schon heftig. Dadurch, dass du, glaube ich, diesen Ticken nach links hattest, ist der, glaube ich, perfekt geworden, Alter. Ohne Scheiße. Dadurch ist der perfekt geworden. 22 Meter, eigentlich eine optimale Position. Schön Leverkusen-Flagge im Hintergrund läuft. Boah, mal schauen jetzt. Ja, der könnte wieder gut werden. Boah, nee, du bist... Ey, du hast aber Pech, Alter. Einmal Pfosten, einmal Latte, ey. Tut mir richtig leid, ey. Okay. Aber gut, sehr gute Freischüsse, Alter. Muss ich sagen, Alter. Krass. Okay, jetzt schauen wir mal, wie Bailey das Ganze drauf hat. Mal gucken, Alter. Der läuft hier die ganze Zeit so eiskalt nebenher. Okay, flex mich weg. Boah. Das war ein Philipp Lahm-Gerät. Die war schon wieder zu schön, Alter. Die war schon wieder viel zu schön, gibt das Ding her, Alter. Jetzt aber. Junge, Trippier ist zu gut. Egal, jetzt. Junge! Hä? Trippier, Alter. Wow. Leute, wenn wir jetzt nicht das Ding hier rausgeholt bekommen, dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder. Wir probieren es noch einmal aus. Jetzt. Jawohl, der. Oh, der ist aber weit, Alter. Der ist aber weit, ne? Ey, gib mal jetzt kein Rot. Aber ich habe auch eine rote, Alter. Du hast eine. Du, auch ich hab dafür, du hast auch nur eine. Ich hab dafür sechs gelbe oder ja, so. Und, aber nur eine rote. Da ist gegen um die roten gerade. Du hast auch nur eine. Also, sag mal so. Beide selbe Scheiße am Schuh. Okay, dann gucken wir doch jetzt mal, was Bailey. Also, Bailey, ich weiß nicht, ob der Kraft so gut hat. Hier ist er, Bailey. 90, guck mal, alle, der riecht stabil, alles über 70. Ja, ja. Wo ich glaube, ich mache hier einen Seitenspin. Der gleich. Fast auf 80, gleich mach ich, oder einen Topspin von 76 Metern, was meinst du? Mann. Wir machen Tobi, aber dann muss ich ein bisschen höher, Alter. So. Genau auf den Kopf von dem dahinter. Wer denkt sich, ich bin nur Fan, ne? Ah, nein. Jawohl. Hä, der kommt zur Zentrale wieder, Alter. Scheiße, Mann, ey. Boah, Alter, hat mich richtig verarscht, ey. Da hat er mich richtig verarscht, Alter. Okay, warte. Mach einfach sonst, machen wir direkt hier noch den Zweiten hinterher. Sag mal, hör auf, mich zu verarschen, hier. Grätsch mich weg, Alter. Egal, ich, alle ich, Geld. Nee, ich will jetzt hier. Investier, nein, investier. Da, hier. Investier, Alter. Hier, der doch nicht. Ich muss auch mal hier ein bisschen. Nein, scheiße. Ja. Gott sei Dank stand da keiner. Er hat abgepfiffen. Ich hasse den Schiedsrichter, Alter. Wir sind gleich. Er hat mir wahrscheinlich noch Geld gegeben. Wir sehen uns gleich wieder, Leute. So, boah, das war aber knapp, oder? Gibt's. Nee, ich dachte schon, Alter. Ich dachte schon, wir machen jetzt erstmal eine Elfer, Leute, weil er Anschluss hatte. Boah, Ehrenmann.
Mann, Digga. Aber Aranguiz hat, glaube ich, auch sogar gut freigestellt. Ohne Scheiß, Leverkusen, ich will nicht sagen, aber das ist eine stabile Standardmannschaft. Du hast da so 5-6 Spieler, die alle so um die, sagen wir mal, 75 bis 85 Freischuss haben. Das ist schon nicht schlecht. Du musst Dings nehmen, gucke. 70, oh, 59. Also Elva ist scheiße, da habe ich einen klaren Vorteil mit Baby. Das heißt, das Ding können die an mich gehen vielleicht. Naja, wir schauen mal. Aber Elva, boah, scheiße, der war aber geil, der Lupfer, der war voll hoch. Echt nice. Vielleicht dadurch, dass die Elva-Präzision so schlecht war, war der dadurch umso besser, weil der so hoch kam. Ich habe noch nie so einen hohen Lupfer gesehen. Eigentlich kommen die immer aufs Tor. Oder hast du mehr Kraft gemacht? Ich habe schon ein bisschen Kraft gemacht. Aber weil eigentlich tippen die immer so gefühlt. Der hat ja generell mehr Kraft, vielleicht deshalb. Ja, okay, weil eigentlich tippen die hinter der Linie immer einmal auf, Alter. Der war, also genau hinter der Linie tippen die meistens immer direkt einmal auf. Okay, 1-0 für dich, aber ich habe natürlich einen kleinen Vorteil, weil ich habe noch meinen Freistoß jetzt und noch meine beiden Elfmeter. Also ich versuche mal ein bisschen näher dran, da versuche ich auch nochmal hier. Das war Koke, ich konnte Topspin. Achso, Alves, Schas, Jiménez, Alter. Jawohl, obwohl, könnte vielleicht nicht mal rot geben. Ey, das ist ein Ehremann, der kommt nicht. Guck, der gibt nichts. Ja, okay. Der gibt nichts. Richtiger Ehremann. Zum ersten Mal. Richtiger Ehremann. Ich fühle mich gerade gut. Richtiger Ehremann. Okay, ich mache diesmal kein Tobi, weil sonst haben wir zu viele Tobbys. Ich habe zwei gemacht. Ja, das hat jeder jetzt einen Tobi sonst gemacht. Ich mach mal einen Seitenspin, mir ein bisschen ab. Ich will jetzt nichts sagen. Der muss ja jetzt eigentlich reingehen. Ich will jetzt nicht sagen, nur weil ich keinen Topspins kann. Der muss jetzt eigentlich reingehen. Der muss echt reingehen. Ich habe Pfosten und Latte getroffen, also schlimmer kann es eh nicht werden. Das stimmt schon. So nah war ich noch nie an einem Tor. Scheiße, Alter, ich schwitze hier wieder rein, aber kommt nichts mehr rum. Kennst du das? Der schwitze rein, kommt nichts mehr rum. Boah, der ist perfekt eigentlich. Nein, ich habe wieder so verkackt, Alter. Boah, nein, der war so gut. Jetzt hast du auch mal. Okay, komm, machen wir direkt. Der war genau auf der. Boah, Junge! Das geht so rot, wie ist das? Trippy, der hat schon gelb gehabt, oder? Nein, hat er nicht. Nicht? Er muss ja jetzt. Nein, bitte nicht. Na, wenn das so lange dauert. Gib Geld. Der gibt nichts! Junge, der was? Für sowas? WTF, Alter. Ich glaube, das hat sich geswitcht wegen Seitenwechsel. Wie? Jetzt gibt er nur noch mir. So, Alter, und was ist das? Wenn du mich gleich Geld schon direkt rot bekommst, weißt du. Junge, Alter. Ey, warum? Ich hasse diese Schiris. Alle Schiedsrichter FIFA 20 regen mich auf, Alter, ohne Witz. Weil die alle so unkonstant irgendwas pfeifen. Guck, oh Junge, die haben alle 70-11. Was ist da los, Alter? Ohne Scheiß, Alter. Leverkusen. Ich finde Leverkusen auch echt nicht verkehrt. Die haben echt ein paar gute Spieler, aber irgendwie reißen die im Endeffekt auch nie was in der Champions League. Aber die haben geile Standardspieler. Okay, Bailey, auch geile Frisur, kann nichts gegen sagen. Ab geht die Post. Junge, warum gehe ich immer so auf Risiko und verziehe mal so wie ein Vollidiot, Alter? Ja, Ich war da. Aber du kennst doch bei dir immer, dein Torhüter lenkt den immer ins Tor ab. Ja, vor allem Oblak oder Courtois immer. Ja, Mann. Okay, 1-0 führst du noch, ne? Scheiße, Alter. Okay, letzter jetzt für dich. Das heißt, wenn du triffst... Boah, ist das ein... War fast ein Fass, ey. Für ein Sprint, Alter. Das heißt, wenn du jetzt triffst, dann hast du gewonnen. Also, schauen wir mal. Letzter... Ey, warum? Was machst du denn da? Ja, du machst so komische Bewegungen. Okay, jetzt lauf, Alter. Die sind alle komisch. Nee, du machst so komische Bewegungen, ey. Bleib stehen, ey. Bleib stehen mit Wendell, Alter. Wenn du jetzt dafür direkt rot bekommst, weißt du Bescheid. Ja, das ist ehrelos, der Schiri dann. Ah, gelb ist okay, Mann. Aber eigentlich hättest du auch gerade eigentlich wäre rot okay. Was für rot, Alter? Das eigentlich schon. Kein, ey, der gibt eigentlich schon. Ey, Junge. Ich glaube, die Seiten haben sich echt geswitcht. Das ist so unlogisch. Ey, ohne Witz, Alter. Ich verstehe nicht, warum jedes Jahr... Das kann doch... Ey, nicht ernst meinen, dass jedes Jahr die Schiedsrichter gleich unlogisch sind. Das geht doch gar nicht, oder, Leute? Dass jedes Jahr die Schiedsrichter immer... jedes Mal machen die schlechte Entscheidung. Wir tun jetzt... Konzentration. Ja, du hast eh gewonnen, wenn du jetzt triffst. Scheiße, Alter. Guck mal, die Fans im Hintergrund. Guck dir die Fans an. Boah. Junge, der schießt aber gut. Der schießt aber gut, der Elfer eigentlich. Obwohl er nur 59 Elfer hat. Nicht verkehrt. Okay. Scheiße, Alter. Dieser Jubel, ne? Er ist der geilste. Koke gewinnt. Oh, das ist so bitter, ne? Ich hatte eigentlich bessere Freistoßwerte und bessere Elfmeterwerte, ey. Aber gut, ich will wenigstens noch den Ehrentreffer machen. Warum ich mit Mitte? Boah, der war aber, ey. Der war schon gut, ey. Den hättest du, glaube ich, wenn du in der Ecke gewesen wärst, hättest du ihn, glaube ich, nicht gehalten, weil der so... Ja, obwohl doch. Ich hätte, glaube ich, in der Mitte stehen bleiben müssen, um den zu halten. Ja. Weil der war so relativ halb hoch, schon zentral. Ich glaube, wenn ich in die Ecke gesprungen wäre, nach rechts... Du hättest einfach nur nach links gehen müssen. Dann ja, genau. Dann ich oder mit, nicht springen. Mitte stehen bleiben wäre sogar vielleicht auch nicht. Hätte vielleicht sogar auch nicht geklappt, gereicht, weil wer weiß. Okay. Warte mal, du hast doch gar keinen mehr, oder? Doch, ich habe noch einen. Du hast einen mehr gehabt. Let's go. Flex mich weg. Ich habe noch nur einen. Du hast mich nur gerade aggressiv umgegrätscht, wo du nichts bekommen hast. Deswegen habe ich noch einen. Einen habe ich noch. Okay, Lodi. Was ist das denn, Alter? Wie Tef? Loading. Lodi, schön weggeflext. Erstmal so abgewartet und dann voll weggegrätscht. Ich den jetzt eh auch rein. Okay, komm, wenigstens noch Ehrentreffer. Aber Elfmeter hat Havertz. So, Freischusswerte sind so broke, aber Elfmeter 69. Ich habe den auch noch gefühlt nie einen Elfer schießen sehen, wenn ich ehrlich bin. Wo ist ein Bailey, Digga? Da. Da ist Bailey. Da ist er doch. Okay, komm, wenigstens ein Ehrentreffer, Alter. Sonst wäre schon echt
ohne Ehrentreffer erwischen, ehrenlos, ey, ohne Scheiß. Ohne Ehrentreffer wäre ehrenlos. Also Bailey, let's go Bailey. Let's go. Nein. Bailey! Ich wollte eigentlich voll nach links. Nach links. Ich wollte auch eigentlich nach links springen, aber... Ich laufe mal hinten, warte. Ey, da wollte ich gar nicht hin, ich wollte eigentlich... Zu welchen Fans läuft der da? Ey, ich wollte eigentlich... Das sind keine Fans. Ich wollte eigentlich da irgendwie... Naja, ist egal. Okay, Leute. Das heißt, es geht 2-1 aus, ne? Ja. 2-1, Leute. Na gut, schauen wir mal, ob es nochmal irgendwann eine Revanche gibt, weil Bailey hat eigentlich gute Freistoßwerte, nur ich habe wieder komplett verkackt beim Schießen. Schauen wir mal, vielleicht mal... Bailey macht auch eigentlich in echt immer mal wieder geile Freistoßtore. Deswegen, Leute, das war's von der heutigen Folge. Ja. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Diego Costa, Hof der Bank. Lasst gerne ein Abo da, falls ihr nicht abonniert habt. Kostenlos abonnieren, Glocke aktivieren, täglich einschalten. Macht die 1 Milliarde Likes, klar, ihr wisst Bescheid. Schreibt wie immer gerne auch in die Kommentare, wen ihr beim nächsten Mal sehen wollt. Ja. Wer soll noch gegeneinander antreten in den Freistoß-Elfmeter-Challenges und so weiter. Schreibt es in die Kommentare, ich bin gespannt. Und checkt noch den Shop aus. Ja. Nice Designs in schwarz und weiß als T-Shirts, Pullover. Gibt's hier in orange, gibt's in rot, gibt's in grün, gibt's in blau in den 4 Camouflage-Farben. Kissen, Tassen, Turmbeutel, nice LED-Lampe haben wir noch am Start. Handyhüllen gibt es auch, Leute, in Orange, Blau, Rot und Grün. Und zack, gratis Autogrammkarte. Gibt es natürlich auch noch dazu, ja, das war's dann. Wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder, Leute. Wenn ihr Bock habt, ich hoffe doch, schaltet ein oder auch nicht. Ich hoffe es aber mal. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Er haut hier noch die Skills nebenbei raus. Und Eigentor ist nicht da. Ciao.